Ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder zurück, euer Odin. Und wir wollen mit dem Hardware-Video der Android-TV-Box von Eileppo, wollen wir weitermachen. Wir haben das jetzt hier schon alles ausgepackt. Wir haben einmal die Box hier. Ich zoome euch mal ein Stück ran. Dann haben wir einen Stromkabel, einen HDMI-Kabel und einmal die Fernbedienung. In der Fernbedienung habe ich gerade festgestellt, im Hardware-Video ist hier, wenn man das aufmacht, das klappert nämlich, ist hier ein USB dran, den wir dann einfach hier in der Seite in einem USB-Port machen. Aber das gucken wir uns jetzt alles erstmal ganz genau an. Und ich weiß, viele sind wieder heiß auf das Gerät, deswegen machen wir diesmal so, Kabel zum Schluss. Also das ganze Gerät ist dieses. Hier vorne ist Klavierlack drauf, auch hier ist Klavierlack. Das ist aber so gräulich gemacht. Ja, mit so Punkten. Na gut, man sieht halt einen Trennstrich, also da hätten sie vielleicht, man sieht zwei Trennstriche, aber ja. Ich weiß nicht, ob ihr das so vernünftig erkennen könnt, so seht ihr das. Und da seht ihr hier dann zum Beispiel so einen Trennstrich, wo die Punkte getrennt wurden und da auch und hier. Aber nichtsdestotrotz, so vom Optischen sieht sie gut aus. Schön Klavierlack, jetzt sind natürlich meine Fingerabdrücke drauf. Mit dem Mikrofon. Ich weiß nicht, ob das denn vielleicht leuchtet später. Ich glaube aber nicht. Ich denke, das ist nur ein Aufdruck. Werden wir gleich sehen. Dann haben wir unten Made in China und die Nummer. Und die Nucht. Schlitze zum Kühlen der Box haben wir auch. Vorne natürlich auch. Und dann gucken wir uns die mal ganz genau an. Ich würde sagen, wir gehen einfach von vorne, das haben wir ja schon gemacht, und der Unterseite gehen wir jetzt einfach mal nach rechts. Da haben wir dann den SD-Karteneinschub. Da können wir eine Mini-SD machen, um den Speicher zu erweitern. Da ist jetzt praktisch von der Fernbedienung der USB drin und ein USB haben wir noch. Also da hätte ich mir echt gewünscht, dass wir vielleicht noch auf der anderen Seite ein USB machen. Haben sie aber nicht. Vorne ist gar nichts. Und hinten haben wir auch nur HDMI, sieht man das? Da HDMI, Internet, AV und Strom. Das ist Strom und AV ist dann für ältere Kabel, für ältere Fernseher, wo man dann Klinke auf Cinch machen kann und dann an die Fernseher anschließen kann. So im ersten Augenblick ist es ziemlich leicht. Wenn wir mal schnell noch Mikrofon hängen geblieben. So. Werden wir mal schnell noch Batterien drin machen. Ja, ich vergesse mir vorzulegen. Da kommen die dreifach A-Batterien rein. Also diese kleinen kommen da rein. Brauche ich noch. So. Ich richte euch nach unten. Und ist auch abgebildet, wie sie reinkommen sollen. Also hier innen drinne. Kann man nicht gut sehen. So. Und dann machen wir einfach den Deckel wieder zu. Oh, hier ist schon ein bisschen. Ich hoffe, das hält. Sieht ein bisschen aus, als wenn hier was abgeplatzt ist. Oh, geht ein bisschen fest zu, aber es geht zu. So. Es leuchtet grün. Also wir haben die ganze Zeit so einen grünen Punkt.
Der Druckpunkt von der Fernbedienung, der ist echt gut. Fässt sich auch, also von der Haptik fässt sich das echt gut an. Wirklich richtig gut. Also die liegt gut in der Hand, dadurch, dass er halt diese Einwölbung unten hat. Und die Tasten sind nicht so wie bei anderen Fernbedienungen, die ewig weit hoch stehen. Könnt ihr ja sehen, dass die ziemlich plan sind. Die sind auch so nicht glatt, die sind so ein bisschen gummiert, würde ich jetzt sagen. Und wenn ich jetzt hier raufdrücke, die haben wirklich sehr angenehmen Druckpunkt und sind auch nicht laut. Finde ich gut. Wenn ich mir da andere Fernbedienung angucke. So, jetzt gucken wir erstmal den HDMI-Kabel an. So, der hat hier auch wieder so einen Schutz drauf. Der wird jetzt nicht so groß sein, denke ich mal. Oder so lang. Ja, so fast, naja, nicht ganz 80. Der ist mit den Steckern vielleicht 70, 75, sowas in dem Dreh. Also Zentimeter. Weil mein Tisch ist 80, daran kann ich das immer sehen. Ja, so dick ist er auch nicht. Können wir auch wegpacken, ich habe andere. Zumachen. Kommen wir zum Stromkabel. Den müssen wir auch ausgepackt lassen, weil die Box braucht ja den Strom, wenn wir sie gleich im nächsten Video anschließen werden. Und der ist ja ein bisschen über 80. Na gut. Wenn ich genau hinten, also genau am Stecker bin. So viel ist über 80 drüber. Aber ich habe ja auch genau gemessen von hier, vom Stecker. Wenn wir das da machen, wo es weich ist, wo man den Kabel auch vernünftig verlegen kann, dann ist so viel über 80 cm. Also denke ich mal, sollen 80 cm Kabel sein. So, können wir auch, brauchen wir jetzt hier nicht großartig einpacken. Das würde ich sagen, das war doch so für das Hardware-Video. Also scharfe Ecken, Kanten habe ich jetzt nicht gefunden. Guck noch mal nach. Nö. Und auch bei der Fernbedienung fässt sich alles sehr weich an. Vor allem, also bei der Fernbedienung, die Tasten finde ich toll, wie die aufgebaut sind und mit diesen gummierten. Sehr griffig, sehr schön, sehr angenehm. Ich denke mal, der orangene Kreis, der hat jetzt hier nichts zu bedeuten. Und da kann ich drücken, wie ich will. Der ist, glaube ich, nur Deko. Ja, der ist nur Deko, da passiert nichts. Ich glaube nur, um die anderen Tasten von denen abzugrenzen oder so. Ja. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, im Hardware-Video, wenn wir die Box dann das erste Mal in Betrieb nehmen und uns die Box mal angucken, wie sie startet und wie das alles aussieht. Und danach bestimmt, werden wir bestimmt noch ein Kodi-Video machen, wenn wir Kodi noch ein bisschen einrichten und gucken, wie die Box das alles verkraftet. Ich bin auf Menü gespannt, weil das Menü auf den Bildern und hier sieht echt sehr interessant aus. Lasst euch hier, müssen wir mal gespannt sein. Wollte gerade sagen, lasst euch überraschen. Würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video im Hardware-Check, wenn wir das erste Mal anschließen werden und gucken, was die Box wirklich leisten kann. Bis gleich. Ahoi. Jetzt hat euer Odin.